Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend und willkommen zur 50. Jubiläumsausgabe des Deutschen Reiches. Die Nachrichten. Berlin. Die vom Stadtstaat Hanoi gelieferten Katapulte sind in Berlin eingetroffen. Sie werden in den Schutz von Berlin gezogen, um sie vor feindlichen Spionen zu schützen und nicht entdeckt zu werden. Köln. Die vor kurzem erlangte Technologie Kompositbogen werden jetzt in Köln auf die dort existierenden Elite-Bogenschützen angewendet. Es kostet 55 Gold Modernisierungskosten. Persien. Das Persische Reich, welches sich im Westen erstreckt, wird von unseren Spähern untersucht. Dabei entdecken unsere Späher, dass Persepolis an der Küste liegt, Diamanten und Goldvorräte besitzt. Der andere Späher rührt sich weiterhin nicht, weil er ohnehin sich nicht großartig weiter bewegen kann, solange die persischen Arbeiterbewegungen den Streik mitten im Land durchführen und damit den Weg und die Weiterreise blockieren. München. Auf der hiesigen Nahrungskonferenz wurde beschlossen, dass in München bzw. nahe München das Salzvorkommen durch einen Bautrupp abgebaut werden soll. Dadurch entstehen weitere Nahrungs- und Produktionsressourcen. Der Bautrupp wird wegen des Barbarenaufkommens geschützt werden. Das südliche, ans Französische Reich angrenzende Grenzgebiet. Im südlichen Grenzgebiet, auch bei den Städten Genf und Antwerpen bekannt, werden unsere Truppen die dort ansässigen Barbareneinheiten aufreiben. Nachdem es die französischen Truppen scheinbar nicht schaffen, diese Barbareneinheiten eigenständig zu vernichten, wird das deutsche Volk nun mit seinen ausgebildeten Elite-Einheiten dem französischen Volk helfen und die Barbareneinheiten ausradieren. Die Stadtstaaten Antwerpen und Genf fordern dies schon eine ganze Weile. Bislang hat nur unser Respekt vor dem französischen Reich dies verhindert. Zu diesem Zweck werden weitere Einheiten in Richtung Süden gezogen, wie in etwa ein weiterer Krieger und ein weiterer Bogenschütze, der sich jetzt bereits schon südlich von Genf befindet. Der letzte Krieger, der noch zwischen München und Genf stationiert ist, wird dort verweilen bzw. sich eine gute Aussichtsposition auf dem dortigen Hügel verschaffen. Ägypten. Unser Erkundungstrupp, der sich in der Nähe des Ägyptischen Reiches befindet, ist bei seinen Erkundungen auf einen Barbaren getroffen. Dieser Barbar stammelte nur etwas hin und her und war nicht weiter zu verstehen. Offensichtlich haben die Ägypter ihn seiner Zunge beraubt. Wir erlösten ihn von seinen Qualen, indem wir einen Gnadenschuss durchführten. Berlin. Die in Berlin aufgebrochenen Bautrupps werden in Kürze Köln erreichen. Dort werden sie die Pferde zähmen, sodass wir bald mächtige Reitereinheiten ausbilden können. Für diese Reitereinheiten wird demnächst die Reiterei erforscht werden. Dies hat der Wissenschaftsrat beschlossen. Dies war die Tagesschau zum 50. Jubiläums des Deutschen Reiches. Es folgt nun weiter der Hauptfilm. Viel Spaß und viel Vergnügen. Ich danke Ihnen.